Olli, Max und Barbara, ihr dürft schon einmal auf diese kleine Bühne kommen, denn Olli, du spielst jetzt einen Erfinder. Okay. Und Max spielt deine Arme. Ah ja, dann lass mich raten, was ich bin. Du wirst interviewt von Barbara, genau, und musst anhand der Arm- und Handbewegungen, die Max macht, musst du, und natürlich anhand der Fragen von Barbara, musst du herausfinden, was du eigentlich erfunden hast. Okay. Dafür schon mal den Kopfhörer auf, ganz richtig. Und I still burn! So, gut. Der Herr ist beschäftigt. Also frage ich Sie jetzt, was könnte er erfunden haben? Welche Maschine müsste dringend mal erfunden werden? Der was? Der G-Punkt? Der G-Punktfinder. Ich will mich dem Herrn jetzt nicht widersetzen. Okay. So. Geil. So, hallo. Olli. Hallo. Du hast was ganz Schönes erfunden. Nämlich? Das wollten auch alle unbedingt. Ach, das darf ich ja nicht sagen. Haben, diese Maschine. Frau Schöneberger, bitte. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Skurrile Erfindungen heute in Dreisat. Herzlich willkommen, Herr Dr. Klopfer. Hallo. Schön, dass wir uns mal kennenlernen. Ja. Komm, gib mal her. Hallo. Ja, Herr Klopfer, ja. Wir haben ja gehört, was Sie erfunden haben. Ist richtig. Zunächst mal Kompliment dafür. Das Vielen Dank. Hat die Welt gebraucht. Ja. Ah, ja, es hat die Welt auf jeden Fall gebraucht und Sie haben ja alle drauf gewartet. Das ist richtig. Wie sind Sie denn drauf gekommen? Was war der springende Punkt, wo Sie gesagt haben, das muss jetzt erfunden werden? Ja, das war natürlich relativ schwer, aber wer mich kennt und meine Brüste. Ja. Danke. Danke, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Also. Ich bin natürlich sehr froh, dass es den Menschen auch hier sehr geholfen hat, dieses Gerät. Na, schauen Sie sich an, alle sind glücklich. Ja, da. Das Gefühl habe ich auch und es war auf jeden Fall, ist es mir eingefallen, als ich im Flugzeug gesessen habe, ja. Wo ich dachte, das ist das Gerät, was wir auf jeden Fall brauchen. Ich war auf dem Weg nach ganz oben und wie sieht's? Hallo. Hi. Danke. Vielen Dank. Wie sieht denn das Gerät bzw. das Instrument, also wie man es auch immer nennen möchte, genau aus? Ja, es ist ja so ein länglicher Kasten und es ist so, also pff, hinten ist so ein Riesenteil ja noch dran. Es ist, Entschuldigung. Ja. Ist es denn? Ich bin sehr aufgeregt gerade. Ja, Sie sind aufgeregt, das ist kein Problem, geben Sie ja. Mir doch mal Ihre Hand. Ist es denn mechanisch betrieben oder mit Batterie? Ich hoffe, dass es natürlich mechanisch betrieben ist, aber man kann es auch natürlich ankurbeln, wenn man möchte. Gut, wie ist es denn anzuwenden, wenn Sie uns das mal genau beschreiben? Ja, also man nimmt es halt einfach in die Hand und dann denkt man sich, ah, hier, mach du doch mal. Das ist ja genau richtig. Haben Sie denn auch eine Anwendungsbeilage praktisch dazugelegt, damit auch diejenigen wissen, wie sie es benutzen müssen? Klar, das ist natürlich das Wichtigste. Viele Frauen haben gefragt, wie kann ich so ein Teil für mich benutzen? Ja. Und jetzt wissen Sie es endlich, weil es ist genau das Richtige für dich. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich habe noch keins. Ich hatte immer gehofft, man sieht es mir nicht an. Aber mein Mann ist drauf und dran, eins zu kaufen. Wie häufig kann man es denn anwenden und was sind die Reaktionen? Was genau empfindet die Frau und wie äußert sich das? Also ich persönlich würde es dreimal am Tag anwenden, immer ja. Nach dem Abendessen. Wenn man auch mal eine Flasche Ketchup zum Beispiel zu Hause hat, dann, dann denkt man sich, was soll ich damit machen? Richtig. Die steht ja die ganze Zeit nur rum, ich habe ja mein Gerät. Also, Sie benutzen dieses Gerät? Also nicht Sie, sondern Sie benutzen Sie es. Sie benutzt das Gerät, es ist das Gerät für die moderne junge Frau von heute. Richtig. Die natürlich sich denkt, wuhu. Und was genau passiert dann bei der Frau? Sagen Sie nochmal, was schreien die Frauen dann? Hurra, hurra! Die Post ist da! Ja, zum Beispiel. Ja. Herr Dr. Klopfer mit G. Ist denn
dieser Bereich nach Ihnen benannt? Das hoffe ich doch mal schwer, ja? Wie heißt der denn, dieser Bereich? Herr Glopfer. Entschuldigung, ich muss mich gerade mal kurz konzentrieren auf meine Fingerguppe. Nein. Aber jetzt ist es ja nun so. Also offensichtlich haben Sie ja viel Kontakt zu Frauen, die bedürftig sind. Ja, das ist wohl wahr. Und die haben eine Figur. Hui, und da unten kommt man ja ganz schwer ran. Und da habe ich gedacht, ja, da entwickel ich mal einen Besenstiel, den man ausfahren kann. Und damit man? Da, was? Den Nippel durch die Lasche Nein. ziehen kann. Ich habe doch keine. Damit man wohin vordringt zum? Geschlechtsteil? Mein Gott. Anders. Ich muss gleich gehen. Der G-Punkt. Der G-Punkt! Ich habe den G-Punkt erfunden. Meine Damen und Herren. Im Flugzeug auf dem Weg nach ganz oben. Er wäre auch in 3 Stunden nicht weitergekommen. Ja. Na, wenn Herr Pocher den G-Punkt nicht kennt. Nein. Mein Gott. Da redet's ja mit dem Blinden über die Farbe. Ja. Ja. Ich dachte, ich wäre der Einzige, wo uns 5 noch nicht begegnet wäre. Wir machen eine kleine Pause und freuen uns vielleicht auf ein Wiedersehen dieser beiden Menschen. Maria Pressburg-Carry und Olli Pocher. Vielleicht gleich nach der Pause. Bleiben Sie dran.